Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. Heute habe ich ein weiteres Comicwerk von Daniel Jégel dabei, der auch den Rotkäppchen toll gezeichnet hat oder fast schon gemalt hat. Und um welchen Comic es sich da genau handelt, das gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Und um dieses Werk geht es heute. Niemand außer dir von Daniel Jégel. Beim Insektenhaus Verlag erschienen für 14,90 Euro und der hat 78 Seiten. Dieser Band wurde mir freundlicherweise vom Insektenhaus Verlag zur Verfügung gestellt als Rezensionsexemplar, damit ich euch den hier in diesem Video einmal vorstellen kann. Und wir haben ein wirklich grandioses, tolles weiteres Werk von Daniel Jégel, der auch den, wie ich eben schon am Anfang im Intro erwähnt habe, den Rotkäppchen gezeichnet hat, der die Besonderheit hatte, dass er komplett ohne Sprechblasen, ohne Text eben auskam. Ne? Da wurde uns einfach eine Geschichte nur durch das reine Artwork, also die Comic-Malerei, bezeichne ich es jetzt mal vorsichtig, von Daniel Jégel eben dargeboten und hat auch einen tollen Raum zur Interpretation freigelassen. Ne? Hierbei Niemand außer dir haben wir tatsächlich auch mal Text mit dabei. Das Ganze ist halt auch wieder sehr künstlerisch anspruchsvoll, auch schon fast mit so einer Art Poesie dargeschrieben. Es wird uns hier präsentiert wieder mal in einem wunderschönen Album, Hardcover. Es ist wirklich von der Qualität wieder hervorragend, was der Insektenhaus Verlag hier eben bietet. Und dann für 14,90 Euro kann man nichts zu sagen. Ne? Hier hinten wird es beschrieben, das fasst es schon fast gut zusammen, ein Brief aus einem Leichensack, eine Stimme aus dem Grab, Worte der Vergangenheit. Ja, also so ist es hier hinten grob beschrieben. Es geht hier um einen Soldaten, der merkt, dass er bei einem seiner nächsten Einsätze wahrscheinlich wohl ums Leben kommen wird. Und so beschließt er, seiner Schwester einen Brief zu schreiben. Und dieser Brief soll ihr erst zugestellt werden, wenn er tot ist. Und wir erleben halt diese Momente, dass die Schwester diesen Brief eben bekommt, liest und wir haben dann eben die Worte, die dort niedergeschrieben sind, die seine Schwester versuchen soll, also man möchte versuchen, mit diesen niedergeschriebenen Worten, dass die Schwester den passenden Weg einnimmt. Ne? Vielleicht das vergangene Leben so ein bisschen Revue passieren lassen und dann schauen, wo möchte ich mich eben hinorientieren, was sollte das Ganze für einen weiteren Weg für mich einschlagen oder gehen. Und es wird hier einfach grafisch wieder so auf so eine so besondere Art und Weise dargeboten. Ne? Wir haben hier so diesen Anfang, ne? Das Ganze ist einfach nur in Schwarz-Weiß gehalten, also total kontrastreich. Ne? Wir sehen hier die Soldaten im Einsatz und das Ganze bleibt halt genau von dieser Art, von diesem Stil her dann genau so. Ne? Wir sehen hier, wie man auf einer Schreibmaschine oder ne, vielleicht auch an einem Laptop, Computer irgendwie was niederschreibt. Man muss schon sich auf diese Zeichnung einlassen können, man muss auch manchmal genauer hingucken, also es ist eben nichts, was man schnell überfliegen kann, ne? Man muss diese Bilder auf sich wirken lassen, aber wenn man sich die Zeit dafür nimmt, dann sind einfach diese Werke von Jégel sind einfach genial, sind wirklich super schön, die drücken halt auch wirklich Gefühle, obwohl es halt nur in Schwarz-Weiß gehalten ist, kommen auch wirklich Gefühle einfach sehr, sehr gut rüber, ne, die gut rübergebracht werden. Ne. Hier haben wir zum Beispiel auch nochmal so ein wichtiges, einschneidendes Erlebnis, ne, wie wir dann eben sehen, wie dieser Brief dann dort ankommt. Und also wer das bei Rotkäppchen schon mochte und sich auf diesen Stil eben einlassen kann und hier
haben wir ja nun mal auch Text, der uns eben unterstützt in dem, was wir hier dann konsumieren. Der kann hier auf jeden Fall zugreifen. Jeder andere, der sagt, nee, dieser Stil gefällt mir nicht, ja gut, dann braucht ihr diesen Comic halt auch nicht, ne? Aber wenn ihr so ein bisschen was für mal andere Comic-Kunst übrig habt, weil ich würde fast Daniel Gigel nicht als Comic-Zeichner irgendwie betiteln. Ich würde ihn wirklich eher als Maler beschreiben. Also wer ihm zum Beispiel auch auf Instagram folgt, der postet er auch immer mal so dann Werke, die er hier und da ausstellt, ne? Oder das ist eine andere Art von Comic-Kunst. Ne? Also es ist nicht einfach nur das reine Gezeichnete auf Papier, sondern allein diese Darstellungsform ist schon wirklich was ganz Besonderes. Und auch niemand außer dir ist was ganz, ganz Besonderes. Also für jemanden, der sich auf so tiefgründige, eben auch poetische Comic-Kunst einlassen kann, der ist hier bei diesem Band auf jeden Fall richtig, macht damit auch nichts verkehrt. Ja, dann würde mich mal interessieren, kennt ihr diesen Comic hier, diese Graphic Novel? Wie hat die euch vielleicht gefallen oder auch berührt? Was sagt ihr zu diesem Artstil? Ist das was für euch? Oder sagt ihr, nee, mit dem Artwork kann ich nichts anfangen? Das ist mir einfach zu, ja, zu minimalistisch oder so. Gerne unten in die Kommentare rein. Ich freue mich über jeden Beitrag und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschalten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo da. Schaut auch in das nächste Video wieder rein und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Ingo. Ciao.